Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange und Rewe. Archäologische Sensation auf einem Sportplatzneubau mit Funden älter als 2000 Jahre. Im Salzkotten-Ortsteil Schamre freute man sich auf den lang herbeigesehnten Neubau eines Sportplatzes, doch als das Sportheim schon im Rohbau stand, kam es zu einem unerwarteten Stopp der Arbeiten. Der Grund: bei Vorbereitungsarbeiten stieß man auf uralte Scherben und Metallgegenstände. Das rief die Stadt Salzkotten auf den Plan. Bauamtsleiter Ludwig Bebermeier. Als wir mit der Baustelle anfingen, waren Vertreter von der Archäologie gleich mit an der Baustelle und haben die Baustelle mit beobachtet und haben nach kurzer Zeit festgestellt, dass es sich um eine Siedlung handelte. Siedlungsreste wurden gefunden und die Ausgrabungsarbeiten wurden intensiviert. Die Stadt Salzkotten vergab in der Folge einen Grabungsauftrag an die darauf spezialisierte Firma Eggenstein aus Dortmund. Grabungsleiter Dr. Georg Eggenstein. Hier haben wir zunächst einmal mit einem Bagger den Oberboden runtergenommen, den Ackerboden, und haben dann darunter die Sandschichten gesehen, die hier natürlich vorkommen. Und in diesen Sandschichten sind schon die archäologischen Verfärbungen deutlich zu erkennen. Das sind dunkle Verfärbungen, die von Bodeneingriffen stammen, die hier vor Jahrhunderten stattgefunden haben. Wir haben hier diese Stellen, die auffällig waren, weil sie sich im Boden durch Verfärbungen schon zu erkennen gegeben haben. Die haben wir markiert und denen gehen wir jetzt ganz sorgfältig auf den Grund. Und dieses sorgfältige auf den Grund gehen brachte auch für einen so erfahrenen Archäologen wie Dr. Sven Spionk Ungewöhnliches ans Tageslicht. Ja, wir sind eigentlich sehr froh. Hier haben wir wirklich was Bedeutendes gefunden. Eine Siedlung vom 1. bis 5. Jahrhundert, Hofstellen, die immer mal wieder an ähnlicher Stelle errichtet wurden. Das Besondere daran aber ist aber, dass hier vor allen Dingen das 5. Jahrhundert, also die Völkerwanderungszeit, mit zwei Höfen hier erfassen konnten. Ja, wir haben hier eine Grube, was sieht man sehr schön. Das Dunkle ist die humose Verfüllung. Und an der Stelle sieht man mal, da ist gebrannter Lehm, der richtig rot verziegelt ist, reingeworfen worden, also als Müll entsorgt worden. So verziegelten Lehm brauchte man zum Beispiel für Öfen. Die haben hier dieses Raseneisenerz verhüttet und sich ihr Eisen selber gewonnen dadurch. Und das geschieht in solchen großen Schachtöfen. Und die Reste davon, wenn der also kaputt ist, die schmeißt man dann in solche Gruben rein. Und da haben wir dann mal so schöne Stücke. Bei den Grabungsarbeiten geht man an den markierten Fundstellen mit äußerster Sorgfalt vor. Die Grabungsorte werden digital erfasst, fotografiert. Und auch ein Zeichner ist hier anzutreffen. Ja, die Profile werden nochmal grafisch nochmal dargestellt als Zeichnung, um eben die einzelnen Schichten bzw. Verfüllungen nochmal klar und deutlich sehen zu können. Eine Zeichnung sagt dann meistens mehr aus wie ein Foto. Die Erdschichten werden Stück für Stück abgehobelt und danach noch einmal auf Fundspuren untersucht. Gefunden wird immer etwas, auch am heutigen Tag. Ganz feine Keramiken mit Verzierung gehören alle zusammen. Hier noch ein Überbleibsel vom kleinen Töpfchen. Grundsätzlich finden wir eigentlich immer was, sonst wären wir ja nicht hier. Ist immer nur die Frage, was man findet im Einzelnen. Ne? Gestern zum Beispiel hat man einen ganz schönen Tag gefunden, da haben wir sowas wie Buntmetall gefunden in dem einen Grubenhäuschen drüben. Ne, ist eigentlich jeden Tag wie so eine bunte Wundertüte ziehen, sagen wir mal. Eine beeindruckende Auswahl aus dieser Wundertüte kann der Archäologe Dr. Sven Spionk inzwischen präsentieren. Für das 5. Jahrhundert hier ganz typische gestempelte Keramik mit verschiedenen Ornamentiken. Augenbrauenzupfen, eine bronzene kleine Pinzette. Quasi den Griffansatz von einem bronzenen Eimer. Hier muss man sich den Eimer vorstellen. Da geht der Henkel dran. Und dann haben wir hier sehr schön einen Fingerring. Silber ist der. Dann haben wir hier, ganz typisch für das 2., 3. Jahrhundert, ein Gefäß. Eine charakteristische Form, wo man sehen kann, handgemacht, schönes Stück aus dem 5. Jahrhundert. Ist eine
bronzene Fibel, also eine Gewandnadel. Dort vorne ist die Nadelkonstruktion von der eisernen Nadel verrostet. Und hier vorne, schwach zu sehen, so ein stilisierter Tierkopf. Ausgrabungsleiter Dr. Eckenstein ist vor allen Dingen von dem Alter der Fundstätte hier in Schamede beeindruckt. Aus der fachlichen Sicht besonders interessant ist auch das Alter dieser Funde. Denn wir haben hier eine Fundstelle, die etwa in der Zeit um Christi Geburt schon anfängt und dann auch noch im 5. Jahrhundert sehr reiche Funde bietet. Das ist eine lange Zeit. Gerade auch das 1. Jahrhundert, der Beginn unserer Zeitrechnung, ist eine ganz spannende Phase, wenn man hier an das Römerlager Anreppen denkt, was ja hier ganz in der Nähe liegt. Beziehung Römer-Germanen um Christi Geburt ist ein interessantes Forschungsthema. Andererseits aber auch dann die Völkerwanderungszeit, das 4., 5. Jahrhundert, weil es eine Zeit ist, über die man nur wenig weiß, wo viele Siedlungen abbrechen, weil große Bevölkerungsbewegungen sich in Europa abgespielt haben. Aber hier bleibt die Konstanz erhalten. Hier haben wir sogar gerade für diese Zeit sehr aussagekräftige Funde gemacht. Muss jetzt die Geschichte Schamedes, wo man kürzlich den 1000. Geburtstag feierte, neu geschrieben werden? Bis dann wirklich Schamede urkundlich erstmalig erwähnt wird, doch noch eine gewisse Zeitspanne archäologisch, sodass also von einer lückenlosen Kontinuität, die jetzt schon nachgewiesen wäre, nicht unbedingt die Rede sein kann. Aber Fakt ist, hier haben vor 2000 Jahren Menschen gelebt. Auf der 20.000 Quadratmeter großen Fläche suchen die Experten weiterhin noch nach Zeitzeugen, die 30 bis 40 Zentimeter tief im Sandboden verborgen sind. Doch diese Arbeiten stehen kurz vor der Vollendung. Und dann sind doch endlich die Fußballer-Schamedes am Zug. Bauamtsleiter Bebermeier zum Weiterbau des Sportplatzes. Wichtig ist ja, dass der jetzt Ende Juni noch grün wird, dass er jetzt im Sommer in der Vegetationsperiode auch richtig wachsen kann, dass er dann im nächsten Jahr in 2017 in Betrieb genommen werden kann. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, RWE, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier.